Hallo und willkommen zurück bei The Hunter Call of the Wild. Ja, jetzt machen wir mal die Schnellreise und dann schauen wir mal, was wir hier für Missionen haben. Wie gesagt, ich probiere mich da durch, was geht, No was news nicht on the geht. identity of Simona's father yet, but the lodge crew sends their gratitude for that game you harvested. They can't wait to barbecue it. And hello, it looks like you've reached the lodge. Und wenn wieder so unfassbare Missionen kommen, wie schieße das hier, da und da, ja, dann probieren wir es natürlich. Wie gesagt, beim Alligator war es was anderes. Ich fand das wirklich sehr schwer. Und bei den anderen probieren wir es ein bisschen. Ich glaube, wie Still gesagt, wir have a haben lot genug of work to do Jagdreviere. here. There are water pipes in place, but no power system. I may need your help with that later. And once the place is built, we'll need to furnish it and fill it with trophies to impress our guests. Okay, also bauen wir jetzt hier wirklich quasi das One part of Jagdrevier the lodge auf. that is finished and has been for a while is my archery range. Have you seen it? So, und bevor wir jetzt irgendwas machen. Wo ist denn jetzt? Kaufen wir gerade noch ein bisschen Munition ein. Gewehre. Das hier habe ich aktuell. Hör auf zu laufen, so. Wie viel Präzision hatten wir? 100%, naja. Da steht eigentlich nicht, wie viel Munition, Gewehre. Mensch, ich muss gerade die Katze reinlassen. So, ich weiß, die haben wir, ne? Okay. Durchschlagskraft auf. Brauchen halt eben so richtige Elefantentöter quasi. Aber wie gesagt, wir probieren es mal hier mit weiter. So. Ich muss kurz mal schauen noch, welche Munition wir jetzt genau haben. Nicht, dass ich die falsche. Ich habe einmal die falsche gekauft, deshalb. Munition. 70 Schuss. PSG 243. PSG 243. Das ist es schon mal nicht. Ah ja, da ist sie ja. So, jetzt sind wir endgültig verarmt. Jetzt müssen wir auf jeden Fall was erlegen, weil sonst werden wir wohl verhungern. Start by having a look inside the hunting blind and the hunting tower. To the left, if you are facing the range. These are the same models you'll be installing throughout the reserve. Moment, das ist nicht das Tarnzelt. Das ist der Hochsitz. Wo ist das Tarnzelt? Ah, da oben das. Want a little fun? Step onto the shooting platform and hit a bullseye on one of the targets. Yes, I know, the range is set up for archery, but if you don't have a bow, it's my range, my rules. Use a gun if you want, I do it all the time. Warum haben wir nicht getroffen? Hey,
Yeah, that's how you hit the mark. But as shots go, that was an easy one. If you want real challenges, over the years, I've set up targets all over this park, perfect to test your skills. Think you can match my greatest hits, shot for shot? Just look for the stone circles on the ground as you explore. Aha. Interessant. Also wir müssen Ausschau halten nach den Steinkreisen. Betritt die Schießbahn auf dem Bogenschießen. Oh, wieder 1000. Back to business. My friend Juliana runs a travel agency that specializes in hunting and fishing expeditions. This week she's bringing in a party of influential hunters to build excitement before we open to the public. One look at our red stacks and they'll be telling all their friends to hunt at Parque Fernando. Okay. We want to greet this party with a proper feast, and the chef has requested fresh game for the occasion. A black buck or an axis deer. There are plenty in the region around the lodge, so go out and hunt one for us, will you? Pardon me, my show is back on. Ein Axis, also okay, jetzt müssen wir quasi auf die Jagd. Erlege eine Hirsch, Ziegenantilope oder einen Axishirsch. Das werden wir ja wohl noch schaffen. Aber wie gesagt, ist dann halt eben, ich meine, klar, ist ein Jagdsimulator, ne? Und wenn man dann natürlich auch so auf Präzision, aber wenn man zum Beispiel sagt, wie gesagt, schieß einem Krokodil zwischen die Augen. Und, ne? Was soll ich dazu sagen? Ich kann's nicht. Und wenn, dann ist es ein Glückstreffer. Champion can't complain, but she can live vicariously through you, can't she? Ich gehe jetzt gerade mal hier zum Hochsitz, den wir schon freigeschaltet haben. Wenn wir da nichts finden, gehen wir mal unten an den Fluss, an den See. Da gibt es eigentlich auch immer viele Tiere. Oder hier unten hin, weil da haben wir ja auch noch ein paar Sachen dann zum Aufdecken. Müssen wir ein bisschen Geld machen. Aber als erstes müssen wir jetzt das Wild schießen. Setz mal einen Wegpunkt. Und wie gesagt, wir müssen jetzt leider alles schießen, was geht. Weil ich brauche Geld. Viel Geld. Das Gute ist, dass wir durch die Mission, auch wenn wir nicht unbedingt was schießen müssen, sondern einfach nur irgendwelche Handlangerarbeiten machen, auch Geld bekommen. Das ist auch schon mal wichtig. Aber wie immer, wenn man was braucht, ist nichts da. Aber wir setzen uns trotzdem mal in den Hochsitz. Weil vielleicht haben wir ja Glück und es kommt irgendwas. Ich glaube, auf dem Hochsitz hatten wir auch den einen Reh, den Hirsch oder das Reh, ich weiß nicht mehr genau was es war. Hat mir auf jeden Fall mal angeschossen. Ich muss echt langsam
Weil ich will mir auch neue Gewehre kaufen. Wie gesagt, vielleicht kaufe ich mir noch ein Waffenset und dann mal schauen, wie die Waffen funktionieren oder was dafür für Not all Munition gibt. drugs lead to animals, so I always apply the sniff test. If the droppings are fresh, your game is close by. But if you find all the droppings, that animal is long gone and you should look for the more recent trail. Oder ist er das? Ist er das doch nicht? War es doch ein anderer? Egal, wir gehen mal jetzt hier rein. Weil die Position ist eigentlich auch sehr gut. Dürfen nur nicht zu tief zielen, wie wir gesehen haben, sonst schießen wir in den Hochsitz. Das heißt also quasi einfach nur Geduld bewahren. Ist halt eben ein Jagdsimulator, ne? Aber jetzt mal die interessante Frage an euch. Was für ein Gewehr habt ihr denn? Was könnt ihr denn da empfehlen? An Gewehr, Munition? Gibt es da irgendwas Interessantes? Wenn nicht, muss ich mal googeln. Da war was. Frage ist, kommen wir da nah genug ran, dass wir schießen könnten? Ich laufe mal extra nicht. Ein Rothirsch. Brauchen wir den überhaupt? Ein Axishirsch. Verflixt. Egal. Besser wie nichts. Vielleicht zählt es ja auch. Außerdem brauchen wir Trophäen, hat sie gesagt, von daher. Wo ist er denn jetzt hin? So.
Jetzt steht der extra echt auf. Aber ich weiß nicht, warum das Spiel hier immer so ruckelt. Ist das, weil es eine neue Karte ist? Ist die so verbuggt? Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.